Es soll alles töten, was nicht erwünscht ist, und das tut es mit hoher Effizienz. Die Rede ist von Glyphosat, dem hochumstrittenen Unkrautvernichtungsmittel, das, obwohl es extrem ungesund ist, großflächig eingesetzt wird. Für die Pflanzen ist es natürlich tödlich, das sagt auch Sebastian Theising-Matte, der Landwirtschaftssprecher von Greenpeace. Er sagt auch, es funktioniert, aber es ist wohl krebserregend. Die Meinungen dazu gehen ein bisschen auseinander, aber die von den Behörden eingesetzten Gutachten, die waren zumindest zum Teil industriefinanziert. Die Experten der Weltgesundheitsorganisation, die gehen davon aus, dass es nicht nur für Tiere, sondern auch für Menschen krebserregend ist, und das in hohem Maße. Verboten ist es jedenfalls bis dato trotzdem nicht. Das könnte sich aber ändern, denn im österreichischen Nationalrat, da kommt ein mögliches Verbot von Glyphosat ins Programm. Die SPÖ, die hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Man hat durchaus die Chance, damit durchzukommen. Was die FPÖ tut, das ist ein bisschen fraglich. Ursprünglich ist man davon ausgegangen, dass die FPÖ diesem Komplettverbot zustimmt. Mittlerweile weiß man es nicht genau. Das wird die Sitzung im Nationalrat dann zeigen. Klar ist aber auch, die ÖVP, und da ist man wohl zum Teil der eigenen Klientel zu sehr verpflichtet, die möchte kein Komplettverbot von Glyphosat, obwohl es letztlich erwiesen ist, dass dieses ein hochwirksames Gift ist, das auch für den Menschen extrem gefährlich werden kann. Die Lebensmittelqualität, die steigt damit natürlich nicht, es steigt lediglich der Ertrag. Es ist mittlerweile natürlich erwiesen, dass man auch ohne den Einsatz dieser extrem giftigen Stoffe eine auch wirtschaftlich erfolgreiche Landwirtschaft machen kann. Es hat einen Grund, warum wir vor dem Ausweichquartier des österreichischen Parlaments stehen. Es wird nämlich demonstriert von Greenpeace, und zwar gegen Glyphosat. Vielleicht zuerst einmal, warum vor dem Parlament an diesem heutigen Tag? Ja, heute wird im österreichischen Nationalrat über ein mögliches Totalverbot von Glyphosat in Österreich abgestimmt. Die SPÖ hat einen Antrag für ein Totalverbot von Glyphosat eingebracht, und wir fordern hier heute alle Parteien dazu auf, diesem Verbot von Glyphosat in Österreich zuzustimmen. Warum? Glyphosat ist das am meisten eingesetzte Pestizid in ganz Österreich. Es ist laut der Internationalen Agentur für Krebsforschung bei Tieren erwiesenermaßen krebserregend und bei Menschen wahrscheinlich krebserregend, und hat aus unserer Sicht deswegen auf unseren Äckern und natürlich auch in unseren privaten Gärten überhaupt nichts mehr verloren. Es gab es ja rund um Glyphosat auf europäischer und auf österreichischer Ebene große Diskussionen, auch um die Studien, die herangezogen wurden, um den Einsatz zu rechtfertigen, beziehungsweise vor allem auch, was nicht herangezogen wurde, oder? Ja, also es gibt hier verschiedene Einschätzungen von verschiedenen Behörden. Die Internationale Agentur für Krebsforschung, das sind die Experten und Expertinnen für Krebsforschung der Weltgesundheitsorganisation, sagen, nachdem sie alle öffentlich verfügbaren Studien angesehen haben, dass Glyphosat bei Tieren krebserregend ist und bei Menschen wahrscheinlich krebserregend ist. Demgegenüber die europäischen Behörden haben gesagt, Glyphosat ist wahrscheinlich nicht krebserregend. Sie haben sich dabei aber unter anderem eben auf Industriestudien bezogen, also Studien, die die Hersteller von Glyphosat selber durchführen haben lassen. Man kann ja zu Glyphosat auch Pflanzenschutzmittel sagen. Das ist an sich schon allein ein irreführender Titel. Das macht weder die Pflanzen gesünder noch die Menschen, die Insekten. Das ist eigentlich für alle Beteiligten schädlich, oder? Glyphosat ist ein Unkrautvernichter, tötet alles, was grün ist, ab, wenn es damit in Berührung kommt, und ist, und das ist der wichtigste Aspekt jetzt in dieser Debatte, eben auch für uns Menschen gesundheitlich gefährlich. Hat Glyphosat einen anderen Zweck, als die Erträge zu steigern? Glyphosat wird immer dort eingesetzt, wo es darum geht, sehr billig unerwünschten Bewuchs loszuwerden. Das tut Glyphosat auch, ja, man kann damit sehr billig Pflanzen totspritzen, aber es ist eben das Problem, dass es für unsere Gesundheit gefährlich ist. Das heißt aber auch, eine wirtschaftlich erfolgreiche Landwirtschaft wäre möglich, ohne dabei Glyphosat einzusetzen? Natürlich, also wenn wir uns zum Beispiel die biologische Landwirtschaft anschauen, über 20.000 Bauern und Bäuerinnen in Österreich wirtschaften schon jetzt ganz ohne chemisch-synthetische Pestizide. In der biologischen Landwirtschaft werden ja überhaupt keine chemisch-synthetischen Pestizide eingesetzt und deswegen natürlich auch kein Glyphosat.